Ja, meine Freunde, ich hoffe erstmal, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video auf diesem Kanal. Wir reden jetzt gleich über Kofi Kiré. Es gab News in der Nacht. Ich hatte sogar kurz überlegt gehabt, um nach 1 Uhr noch ein Video zu machen. Ihr könnt gerne mal in meiner Insta-Story gucken, da habe ich das auch gepostet. Aber wir kommen gleich dazu. Erstmal nochmal ganz kurz, wer jetzt am Wochenende sagt, ey, es läuft nichts im Fernsehen, ich habe ein bisschen Zeit und Langeweile und weiß ich nicht, checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da ist ein 2-Stunden-Bundesliga-Talk von mir und Felicio. Könnt ihr auf jeden Fall gerne reinziehen. Und jetzt Kofi Kiré. Freunde, es sieht immer, immer besser aus. Das war echt etwas, womit wir jetzt alle irgendwie gefühlt nicht rechnen konnten. Es sind die ein oder anderen Kandidaten schon so gut wie raus. Es gab drei Interessenten bei Kofi Kiré und laut Sky hat gestern in der Nacht auf einmal Kofi Kiré mit reingebracht. Bei so einem News-Update war das. Ich habe das Ganze, wie gesagt, auch in meiner Insta-Story, könnt ihr gerne abchecken. Und dann haben die auf einmal gesagt gehabt, Werder Bremen ist fündig geworden bei der Kreativität im Mittelfeld, bla bla bla. Kofi Kiré soll zu Werder kommen. Also auch Sky hat keinen anderen Namen genannt. Kein Freiburg, kein Gladbach, kein Union Berlin. Nein, nur Werder genannt. Das ist natürlich ein super, super gutes Zeichen. Und laut Insidern soll heute oder morgen eine Entscheidung getroffen werden. Den Stand, den wir vorher hatten, war ja, dass Kofi Kiré sich eigentlich aussuchen konnte. Der hat drei Angebote vorliegen, wo er dann hingeht. Und ich sage auch nochmal hier, eine Sache spricht ganz klar für Werder. Wenn er, und das ist ja, haben ja ganz viele auch immer wieder geschrieben, der geht eh zu Freiburg und weiß ich nicht, wenn er zu Freiburg gehen würde, so, hat er die Ambition, dass er vielleicht höher spielt in der kommenden Saison, international spielt, aber muss natürlich auch um seine Einsatzzeiten mehr kämpfen als bei Werder. Ich glaube schon, dass wenn ein Kofi Kiré zu uns kommt, dass er bei uns die Wahrscheinlichkeit hat, am meisten zu spielen. Vor allen Dingen kannst du den, wie gesagt, vorne überall einsetzen. Egal, ob du den als hängende Spitze um einen Stürmer rumspielen lässt, gerade wenn jemand verletzt ist, oder eben als Zehner dahinter. Das ist natürlich seine Hauptposition. Wahnsinnig viel Kreativität, ganz, ganz cleverer Spieler. Ihr müsst euch unbedingt, unbedingt ein paar Highlights von ihm auch nochmal reinziehen, wenn ihr ihn nicht so auf dem Schirm habt. Ganz, ganz toller Fußballer. Mein absoluter Wunschtransfer. Und jetzt können wir einfach nur gerade alle die Däumchen drücken, dass wir heute oder morgen hören, Kofi Kiré wechselt zu Werder. Und dann machen wir ein Video, wo wir hier wahrscheinlich alles zusammenbrüllen müssen. Zumindest mal kurz, als Freudensbrüller. Denn das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ja, ich freue mich sehr gerade. Ich habe mich auch über Sky gestern in der Nacht sehr gefreut. So gefreut, dass ich gefühlt nicht mal pennen konnte. Das war nämlich wirklich, mir wurde so ein Bericht geschickt per Insta. Da habe ich Sky Sport News angemacht. Es war ja, 13:30 um den Dreh. Ja, und auf einmal kam das dann. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, was ihr dazu sagt. Ich sage immer, ich melde mich später wieder, weil ich glaube, heute passiert noch was. Bis dahin, euer Nico und ciao.